Willkommen bei Angeschaut und Ausprobiert und wie immer die obligatorische Spielauswahl für diese Folge. Battle Island, ein Strategie-Action-Spiel, von dem ich jetzt anhand der Screenshots nicht genau erkennen kann, was ich eigentlich machen soll. Auf jeden Fall braucht es nur erfreulich wenig Festplattenspeicher, und zwar 163 MB. Und ich gehe davon aus, es muss noch weniger runterladen, genau, nur 57 bzw. 58 MB. Das ist schneller getan, als ich auf der Spieleseite mich ein wenig umgeschaut habe. Weil schließlich gibt es 96 Errungenschaften. Also dann, auf ins Gefecht. Männer, wir nähern uns dem Ziel. Sobald wir an den Strand landen, lautet die Order in Deckung und auf meine Befehle warten. Na dann. Auf geht's. Habe ich irgendwas zu tun? Das sieht nicht gut aus. Schlacht läuft. Nein, meine Insel wurde im Handumdrehen eingenommen. Dafür werdet ihr zahlen. Im Handumdrehen? Wir sind doch noch gar nicht fertig. Kann ich hier irgendetwas machen? Das wird wahrscheinlich meine Insel. Wir haben gesiegt. Setzt einen Ingenieur ein, um hier aufzuräumen. Sieht ganz so aus, als wäre das meine. Gute Arbeit, Männer. Die Insel ist nun Gebiet der Alliierten. Ausgesehen David Captain. Jetzt bloß nicht nachlassen. Ja, lasst mich doch einfach erstmal die Musik ausmachen. Ja. Vielen, vielen Dank. Und Facebook will ich nicht benutzen, aber es wäre schön, wenn ich es in Vollbild bekommen könnte. Aber gut, Vollbild geht in dem Form nicht. Das heißt, es ist ein bisschen verzerrt, aber ich lasse es einfach mal so. Also im Shop soll ich reinschauen, ein Maschinengewehr kaufen und das Ganze irgendwo hinstellen. Die Frage ist, wofür? Kommen hier noch andere Leute vorbei oder was? Wahrscheinlich ist das wieder so ein Player versus Player. Ich räume dein Lager aus und klaue dir alle Rohstoffe. Gut gemacht. Feindliche Einheiten im Anmarsch. Mit etwas Gold kannst du das Gebäude sofort fertigstellen. Jawohl, wenn ich Geld ausgeben würde, würde ich keine Free-to-Play-Spiele spielen. Ist doch wohl klar. Also, was kann ich hier sonst noch machen? Das ist mein Ranking. Das ist wahrscheinlich ziemlich niedrig. 1000, wie heißen diese komischen Hundemarken? Naja, jedenfalls habe ich davon 1000 Stück. Stiefel habe ich keine, brauche ich auch noch keine. Wie viel Gold wollt ihr denn haben? Maschinengewehre 1 bauen. Ich hoffe, hier wird mir vorher angezeigt, wenn ich Gold ausgebe. Ah, da wird es angezeigt. Gut, aber die Zeit kann ich ruhig noch warten. Nein. Spinnst du? Ich klicke doch da jetzt nicht drauf. Ich werfe doch nicht einfach einen Goldbahn weg. Schaden 7, Energie 300. Feindliche Streitkräfte in Reichweite, in Deckung. Jetzt wird zurückgeschlagen. Okay, toll. Jetzt hat er nur ein Maschinengewehr. Sperrbewaffnete Truppen im Anmarsch. Ja, super, jetzt rennen die wieder alles platt. Was ist denn das für ein Käse? Sehr lustig. Das ist... Nee, das finde ich auch nicht gut. Was ist denn das für ein Blödsinn? Bomber, okay. So, da ist aber immer noch ein Teil da, der muss auch noch weg. Okay. Ja, immerhin. Die Insel wurde gehalten. Oh, jetzt habe ich sie nicht gesehen. Also, Kasernen, Bauzeit 1 Minute. Gut. Aber wahrscheinlich können die auch von da hinten angreifen. Man soll dies immer irgendwo hinbauen, wo es ein bisschen besser geschützt ist. Bauen. 200, 1500. Dann sehen wir uns mal die Kaserne an. Ich werde die ganz sicher nicht vorzeitig fertig bauen. Was steht denn da oben? Ach Mann, jetzt nerv doch nicht rum. Ja, schön für dich. Ich werde es aber nicht tun. Ich hasse es, wenn die Spieler einen zu sowas zwingen wollen.
Dann sollen sie keine Goldbahn verschinken, wenn sie gleich wieder gezwungen werden, die auszugeben. Starte ich auf jeden Fall schon mal den Stunden-Countdown, damit ich auf jeden Fall nicht allzu lange überziehe, falls das Spiel überhaupt so lange etwas mich tun lässt und mich nicht dann vor ewige Wartezeiten setzt. Das Hauptquartier hat Verstärkung geschickt. Wir sollten die zusätzliche Kampfkraft nutzen und jetzt einen Angriff starten. Infanterieverstärkung meldet sich zum Dienst. Schlacht. Okay, ich komme hier wahrscheinlich nicht raus, bevor hier nicht irgendwas... bevor ich nicht diesen grünen Pfeilen gefolgt bin. Ah, es gibt eine Kampagne. Aller Anfang ist schwer. 0 von 18, das sind wahrscheinlich dann Marschpunkte oder sonst was. Das heißt, dann kann ich nur eine begrenzte Anzahl von Angriffen fahren. Und was auch immer da für eine Belohnung steht. Obwohl, das sind wahrscheinlich die 1000, die da oben steht. Und Erfahrungspunkte oder Sterne 0. Erhalte mindestens einen Stern, um im Kampagnenmodus mit der nächsten Insel fortzufahren. Und 500. Na, immerhin kann ich zumindest 500 von den Dingern speichern. Um eine Einheit einzusetzen, musst du sie zunächst aus deinen Streitkräften auswählen. Jawohl. Klicke dann an das Meer an, um Einheiten zu platzieren. So. Okay, jetzt gibt es aktuell keine Verteidigung. Und gut, das ist meins. Das ist der andere. Und ich bin im Moment nur eine Nummer und habe noch keinen Namen. Also 500 Ressourcen und keine Hundemarken. Jawohl, die Vorräte sind eingesammelt. Und jetzt kann ich frische Schützen bauen. Ach, das sind Ausbildungsplätze. Oh je. Ich hoffe, dass ich jedes Mal die Dinger komplett neu bauen muss. Wäre auf jeden Fall gut, wenn die ab und zu auch zurückkommen würden. Ausbildungsdauer 1,5 Minuten für jede einzelne. Ja, ich habe doch jetzt schon genug geklickt. Okay, wie viele soll ich davon bauen? Alle 18? Okay, leider ist die... dass die nicht in der Lage sind, hier eine Lautstärkeregelung reinzubringen, ist doch echt schlimm. Hat man den ganzen Krawall mitten auf den Ohren. So, jetzt schon mal ein bisschen leiser. So, Fabrik, Bauzeit 150, ob ich damit Panzer bauen kann. Bauen. Kann ich die Dinge eigentlich später noch verschieben? Ich hoffe es jedenfalls. In Fabriken werden Vorräte produziert, mit denen du Einheiten kaufen kannst. Okay, da werden diese Ressourcen produziert. Und beschleunige den Bau mit etwas Gold. Nein, werde ich nicht. Du hörst mir wohl nicht zu. So, was ist das für ein Teil? Okay, jetzt kann ich wieder nirgendwo hinklicken, außer da vorne. Jawohl, bauen. Und ja, ich habe keine 3 Sekunden Zeit, um zu warten. Um neue Gebäude zu errichten und aufzuwerten, benötigst du Ingenieure. Hol dir einen weiteren Ingenieur, damit wir mehr machen können. Der wird garantiert... Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Spiel, was auch die Ingenieure mit 250 Goldmünzen erzwungen hat. Aha, dieses komische Lager ist also der Ingenieur. Sehr schön. Bevor du einen neuen Angriff startest, solltest du ein Vorratslager bauen, so kannst du mehr Vorräte lagern. Jawohl, noch ein Vorratslager bitte bauen. Und es dauert 1 Minute. Der Schlüsselsymbol liegt im Aufwerten in der Verteidigung deiner Vorratslager. Beschleunige den Bau mit etwas Gold. 3 Minuten 29, das ist die Ausbildung. Die Ausbildung, bis alle fertig sind, oder die Ausbildung nur bis zum nächsten? Du klickst. Du besitzt jetzt ein neues Vorratslager. Fülle es mit den Vorräten deiner Feinde auf. 4000 habe ich jetzt Platz und ich muss in die nächste Schlacht ziehen. So, hier habe ich ja schon 3 Sterne. Dann gibt es hier insgesamt 30 Missionen. Ja, Insel der Vorräte. Aber ich kann sie mir noch nicht mal angucken. So, dann dürfte es jetzt hier aber wahrscheinlich die ersten... Wenn ich die jetzt schon angreife, dann habe ich doch nicht genug Leute dabei.
Sieht ganz so aus, als wäre dieses Lager etwas besser verteidigt, aber ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Ja, super. Jetzt soll ich meine 13, 18 Leute da alle draufgehen lassen. So, und wahrscheinlich kommt tatsächlich kein einziger davon zurück. Bei, also 10 Leute sind 250. Okay, 100% zerstört. Ich habe die Schlacht gewonnen. So, das heißt aber, es sind fast 500, also 450, wenn die jetzt nicht zurückkommen, sind dabei draufgegangen. Gute Arbeit, Kommando. Der Stirnhund war nicht vorbei, wird dir noch eine große Hilfe. Doch denk daran, dass Feinde auch auf meine Vorräte abgesehen. Du benötigst mehr Platz, wenn deine Basis wachsen soll. Im Shop kannst du weitere Inseln kaufen. Die werden garantiert nicht günstig. Okay. Große 16 Yards. Brücken zwischen Inseln können nur zwischen zwei Sandkisten erreicht werden. Was? Bauen. Durch das Aufwerten des Kommandobunkers schaltest du neue Waffen und Anlagen frei. Werte jetzt deinen Kommandobunker auf. Jawohl, aufwerten, kommt sofort. 1200. 4000? Wieso war das Ding eigentlich schon wieder genau voll? Ich hatte doch nur 1000. Das war doch deutlich niedriger. Ich glaube, irgendwo haben die schon wieder geschummelt. Du hast jetzt genug gelernt, um in dieser Welt überleben zu können. Denk daran, dann einen Kommandobunker zu bauen, neue Inseln zu kaufen, sobald du kannst, und so viel Erfolg. Ja, na endlich. Okay, es gibt keine Groß-Kleinschreibung. Wenn man mit Ausrufezeichen spricht, ist das eh nicht notwendig. So, der Kommandobunker läuft. Vorratslager Rang 1. Was ist die Info? Kapazität, Energie, aufwerten. 2005, wo steht eigentlich Energie? 350, wird hier nirgends angezeigt. Okay, was ist hier alles? Ah ja, das sind also dann die Belohnungen, wo ich wieder ein bisschen Medaille tragen. Ich sammle. Medaille tragen. Schließe die Einführung ab. Schön. Weite deine Basis auf 2 Inseln aus. Danach auf 4. Soldat, Flieger, Skipper. Da. Okay, also steht noch ein Haufen Krimskrams an. Was wolltest du hier die ganze Zeit? Hi, looking for players to join Alliance. Ah ja. Okay. I have before finished the game in about 2013. I have before finished the game in 2013 und zwar 2,5 Stunden. Vom Venezuela. Ja. Sehr interessant, alles toll. Kommunikation ist alles. So, was ist das? Inselplatzierung. Bestätigen. Ja, ich kann etwas rauszoomen. Mittelgroßer Baum. 1000 Rohstoffe, um den abzureißen, nehme ich mal an. Und hier ein kleiner Baum, 250 Rohstoffe. Ein kleiner Fels, 500 Rohstoffe. Was hast du fertiggestellt? Gar nichts. Und natürlich, alle meine Soldaten sind hinüber. Ach, wie ich sowas hasse. So. Info. Das heißt, sie kann ich einfach verschieben, um sie irgendwo anders hinzustellen. Dann stelle ich sie mal. Ach, das. Ui, Ressourcen gesammelt. So, die Ressourcen kommen mitten in die Mitte. Und es gibt 3 Strände, wo der Feind einfallen kann. Schlacht, was ist hier los? Die nächste Schlacht wartet auf mich. 250, okay, dafür habe ich nicht genug Lager, das lohnt sich nicht. Und okay, ich habe jetzt 2 von 18 aktuell wieder gebaut, das heißt, es dauert auch noch eine Weile. So, was kann ich jetzt in der Zeit machen? Info, werte deinen Kommandobunker auf Rang
3 auf, schließe sich einer Division an und kämpfe um Bonusvorräte. Bonus für die General 1 Division 100.000. Divisionen. Du bist noch kein Mitglied einer Division, bei denen Kommando auf, um einer beizutreten. Mein Kommandobunker, dieses Ding da, mein Vorratslager und meine Fabrik. Sammeln. 26 weitere. Beschleunigung, Info und 400 für die Aufwertung. So, wie lange dauert die Aufwertung? 5 Minuten. Ah, okay, das sind meine Ingenieure. Und der nächste Ingenieur kostet 500. Was für ein Zufall. So, Verteidigung. Ein Maschinengewehr kann ich noch bauen. Dann kommt das mal auf die rechte Seite. Ja, am besten die sitzen eigentlich so weit wie möglich hinten. Weil die können ja erst auf die schießen, sobald die an Land sind. Und dann setze ich das andere auch mal lieber ein bisschen nach hinten, damit die das nicht so früh angreifen können. Und dann am besten noch das andere Teil. Beförderung! Glückwunsch, Kommando, du wurdest für deinen Fortschritt befördert. Wenn uns weiter so gut schlagen werden, wie die den Krieg schon bald entschieden haben. So, also den Kommandobunker. Achso, das ist zwar die Beförderung. So, was ist denn hier befördern? Was kann ich da machen? Rang 2, Rang 1, Rang 2, den Schützen. 3500 habe ich jetzt eh nicht. Aber damit werden die Ausbildungskosten verlängert. Mehr Schaden und mehr Energie. Die Beförderungsdauer dauert eine Stunde und dann werden die Ausbildungskosten auf 50 hochgesetzt, dafür, dass er dann 4 mehr Schaden macht. Super Idee. So, Motorrad dauert 3 Stunden. Grenadier dauert 30 Minuten, dann könnte ich den zumindest in dieser Folge noch benutzen. Schauen wir mal. Also, los geht's. Und es kostet wieder zusätzliche Kohle, um das zu beschleunigen. So, befestigen. Was bedeutet befestigen? 200 mehr Schutz. Kapazität ändert sich nichts. Befestigungsdauer keine. Das heißt, den kann ich einfach ausrüsten, aber vielleicht will ich das Geld ja noch woanders ausgeben. Aufwerten und hier auch die Befestigung kostet hier auch, also kostet natürlich eine ganze Menge, aber keine Zeit. Und aufwerten dauert 30 Minuten. So, und hier ist die Befestigung das gleiche, nur dass hier etwas günstiger ist. Produktion 200 pro Stunde und Produktion 100 mehr. 5 Minuten! Ja, das nehme ich doch mit bei 300 pro Stunde. Das klingt doch schon mal gut. 5 Minuten. Okay, ein Ingenieur ist noch bereit. Da läuft noch die Ausbildung. Aufwertung dauert 15 Minuten. Bekomme ich damit mehr Kapazität? Ja, bekomme ich 22. Und befestigen ist das gleiche Spiel wie bei den anderen. Dann kann ich die ja auch befestigen. Jawohl. Und Schaden 7. Ja, was ist denn die Aufwertung? Dauert auch 15 Minuten Aufwertung, habe ich aber nicht genug Kohle dafür jetzt. So, das heißt, der kann aber an sich bereits beide Teile da verteidigen. Weil ich konnte ja jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr bauen. Weil ich kann ja nur 2. Okay, ich kann aber noch eine Fabrik bauen. Und das werde ich auch tun. So. Einmal bauen, bitte. Ah, okay, das wird wieder runtergezählt. Aber trotzdem hatte ich noch einen zur Verfügung. So, das heißt, in 26 Sekunden kann ich dann das Teil auch aufwerten. Und dann kann ich probieren, ob ich mich in die nächste Schlacht wagen kann. Aber das bedeutet, die Schlachten haben jetzt hier im Moment keine zeitliche Einschränkung. Ich muss halt nur meine Ressourcen gebaut haben. Okay, was kann ich denn hier im Shop noch alles machen? Also der Ingenieur kostet einen Haufen Premium-Währung. Verteidigung, kann ich noch ein Feldlager bauen? Was hat denn das zu tun? Kapazität 3, eine Militärscheine für deine Armee, bildet deine Einheiten im Feldlager aus, damit sie deine Insel verteidigen können. Na, wenn es so ist, aber 1000 habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Wahrzeichen. 1 Million für eine Flagge. Naja, die muss ich nicht unbedingt haben. Was war das denn jetzt? Achso, die ist noch nicht gebaut. Ich denke schon, hä? Kann doch nicht sein, dass das Ding einfach gebaut wird.
Also eine Menge, 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 Menge Flaggen. Inseln. 150.000. Jawohl. Das ist nicht günstig. Aber wer hat schon gesagt, dass Inseln günstig sind? Schatzkisten. Gold kaufen. Das schießt mir gleich die Tränen in die Augen. Oh, 50 Euro. Dollar. Oder steht ja gar keine Währung dazu. Naja. Und Ressourcen. Mal gucken, also wenn die... Achso, es geht erst bei 300 los. Da kann man aber viele Ressourcen verkaufen. Wieso sind die Schatzkisten jetzt noch nicht ausgeblendet? Erst wenn ich es wieder auf und zu mache? Nee. Also wie kriege ich denn das da... Wie kriege ich denn da die blöde 1 jetzt weg? Nerv. Tarnung. Das heißt, ich kann nicht angegriffen und geplündert werden. Also gut, Feldlager wollte ich noch bauen. Das wollte ich noch ausbauen. Sammel mal ein. Und natürlich hier jetzt auch... Ach so, 300 pro Stunde ist natürlich auch ziemlich wenig. Na gut, aber dann mal auf zu den Inseln. Schlachten. Kann ich die nochmal spielen? Ja, ja, super, ich kann sie nochmal spielen, aber sie liefern mir keinerlei Ressourcen. So, 2500 kann ich jetzt einsammeln, die kann ich auf jeden Fall speichern. So, da ist jetzt ein Trupp. Also dann mal los, Leute. Auf jeden Fall kann er immer nur eine Einheit erschießen. Und die müssen alle von vorne angreifen, also mit diesen Befestigungen zumindest. So, damit kann ich schon mal die ersten Sachen klauen. Und die müssen sich, achso, die müssen sich einen Weg durch den Bunker schießen. Okay, soweit haben sie es geschafft. Aber es ist echt ärgerlich. Du kannst keine weiteren Einheiten einsetzen. So 50% zerstört. Zu 100% zerstört. Kommandobunker zerstört. Okay. 250. Dazu bekommen. Die nächsten gibt es 5000. Da muss ich eben mein Lager ausbauen. So, dann erstmal hier wieder Schedule. So, alle 18 bauen. Gut, was kann ich jetzt hier noch anstellen? Ich habe jetzt 2300. Wie viel kostet hier die nächste? 15 Minuten, aber ich muss erstmal das Lager ausbauen. Oder kann ich jetzt schon ein neues Lager bauen? Nee, kann ich noch nichts weiter bauen. Ach genau, das Feldlager wollte ich da noch bauen. Ich hätte das Feldlager jetzt zwar lieber nach hinten irgendwo gelegt, aber gut. Ist halt kein Platz. 4 Stunden! Super! Jetzt kann ich 4 Stunden lang nichts mehr bauen. Dann kann ich auch mein Lager nicht aufwerten, was auch 30 Minuten dauern würde. So kann ich noch, naja, ja, gucken wir mal, Baum abreißen, machen wir mal lieber den kleinen Baum da vorne, falls es doch gehen sollte. Nein, natürlich, ich brauche einen Ingenieur, um einen Baum abzureißen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, was kann ich jetzt großartig machen? Gut, die einen sind im Training. Das andere wird gebaut, da wird ausgebildet. Das heißt, es dauert jetzt noch 4 Minuten, bis ich wieder Soldaten zusammen habe. Ich bin 30% vom nächsten, also beziehungsweise noch 70% vom nächsten Level entfernt. Eine Allianz gründen kann ich auch nicht. Könnte beitreten, aber was bringt mir das im Moment? Gründe deine eigene Allianz und führe die besten Soldaten zum Sieg. 905.
Hundemarken. Erkennungsmarken. Tritt kostenlos einer Allianz bei und hilft dabei, Stärke und Ruhm zu erlangen. Spionage. Aha, ich kann mir also jederzeit so ein Ding komplett angucken. Super, klasse. Was haben die für Reichweiten? Kriege ich das mit? Nee. Ölterritorium, alles mögliche. Panzerhaubitzen. Und eine Menge Fähnchen. Allein die sind 12 Millionen. Wahnsinn. Willkommen und have fun. Jawohl. Im Moment habe ich keinen Fun, weil irgendwie ich nichts machen kann. Ah ja, das ist die Tarnung. Das heißt, ich bin noch 3 Tage in Schutz, was mir allerdings auch nichts nutzt. So, was soll ich jetzt hier eigentlich anstellen? Den zu überfallen macht keinen Sinn, weil ich habe nicht genug Kapazitäten. Den nochmal zu überfallen bringt auch nichts. Weil da verliere ich dann nur die Ressourcen. Also es ist mal wieder eins von den netten Spielen, wo ich keine halbe Stunde was Sinnvolles machen kann. Außer ich gebe hier irgendwie Geld für Speedy Gonzales aus. Ah, Moment, ein Ingenieur ist wieder fertig. Dann kann ich ja zumindest das Lager noch aufwerten. Also aufwerten, das heißt 2500. Also 2500 kommen dazu. Dann... Gut, aber es dauert trotzdem eine halbe Stunde und die werde ich jetzt hier nicht abwarten. Okay, das heißt, hier bekomme ich jeweils, wenn ein so ein Soldat ausgebildet ist, bekomme ich Erfahrungspunkte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Schadenstyp direkt, Ziele, Luftkampfstand C, Ausbildungsdauer 20 Sekunden. Steht aber sonst nichts weiter dabei. Dieser eine kann jetzt im Kommandobunker befördert werden. Ja, die wird ja schon befördert. Der Grenadier. Dauert aber auch noch eine Viertelstunde. Tja, komm and wait. Oder wenn du aufhören willst zu warten, zahl was. So, jetzt habe ich 900. Könnte ich theoretisch jetzt die mit einer Befestigung umgeben, was allerdings auch wieder nichts bringt. Weil ich ja sowieso noch Schutz habe. Ah ja, da konnte ich mal wieder. Treibt hier noch mehr irgendwie im Wasser, was ich einsammeln kann. Ist dann sonst die einzige Beschäftigung. Was ist eigentlich das? Lieferkette. Schau jeden Tag rein und dreh für extra Vorräte. Was heißt für extra Vorräte drehen? Soll ich dafür Gold ausgeben oder was? Ich zahle doch da jetzt nicht 5 Taler für irgend so ein Krimskrams. Ich kann Freunde und Feinde nicht angreifen. Dann macht es keinen Sinn, die Leute da anzugreifen. Beziehungsweise vielleicht macht es, ist es doch sinnvoll. Okay, ich guck mal, ob ich einen anderen angreifen kann. Wenn du jetzt angreifst, verlierst du die Tarnung und kannst von anderen gesehen werden. Ist natürlich blöd. Aber kann ich nicht erstmal spionieren? Ey, bei dem anderen konnte ich doch vorhin auch spionieren. Warum kann ich denn hier nicht spionieren? Ich würde hier eigentlich gerne ausspionieren. Ist doch ein Käse. Bestens versorgt 1, schweres Gelände 1.
Achso, das sind wahrscheinlich die letzten Auszeichnungen. Landgewinn 1. Was heißt denn hier diese drei Münzen? Bricht in 4 Tagen und 11 Stunden. So, da kann ich nichts Sinnvolles machen. Naja, was nützt mir schon mein Schutz, wenn ich nichts machen kann? Also, Angriff. So, okay, der hat schon 2 Dinger da. Das ist natürlich die Frage, ob ich die mit 18 überwunden bekomme, weil die sehen etwas stärker aus, wie die Schlacht beginnt. Die Schlacht beginnt nicht, die Schlacht beginnt nur, wenn ich es will. Deshalb gibt es keine Berichte über feindliche Truppenbewegungen. Gibt es sonst noch irgendwelche, die noch kleiner sind? Nö. Also gut, mehr als, dass meine Truppen geschasst werden, kann ich ja eh nicht. So, schauen wir mal, wie schnell die erledigt werden. Ja, super, genau, greift erstmal das unnütze Zeug an und lasst euch erschießen. Ja. Du hast keine einer erweiterten Einheiten im Einsatz. Du hast die Schlacht verloren. Gib dich auf, der Krieg ist nicht entschieden. Ja, super. Immerhin habe ich zwar 250. Ne, Moment mal, das ist sogar zu wenig. Weil 250 kosten mich ja schon 10 von denen. Ja, also ein ziemlich nutzloser Einsatz. Weil ich müsste ja wenigstens so um die 450 reinbekommen, damit sich das Ganze rechnet. Und so tut es das halt nicht. Okay, kann ich noch irgendwo angreifen, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist? So, der hat auch Level 2. Der hat genauso Level 2. Hat 818, hat also auch schon ein bisschen verloren. Nehme ich an. Erstmal ein paar gescheiterte Angriffe. Na gut, bis die 18 wieder voll sind, dauert es eh noch. So, was habe ich hier jetzt bekommen? Da ist doch irgendwas Neues. Nee, ist nichts voll. Doch, Moment. Nein, war nicht. Ach, da sammeln. Verliere in der Schlacht 50 Stück. Super. Kanonenfutter. Muss ich diese Medaillen eigentlich tragen? Ich finde Kanonenfutter-Belohnung jetzt nicht so optimal. So, Tarnung habe ich keine mehr. Super. Kann ich irgendwo mein Profil einsehen? Inselplatzierung. Drehen. Dorthin. Bestätigen. Okay, es kann immer nur von Strand zu Strand, war wahrscheinlich das Thema. Da kommt wieder eine Kiste angesegelt. Und ein paar Erfahrungspunkte. Gut, also die 4 Minuten warte ich jetzt nicht mehr ab. Es gibt irgendwie nicht so wirklich was Sinnvolles zu tun, was ich in der Zeit anstellen kann, ohne hier jetzt irgendwie die Sachen mit Münzen zu beschleunigen. Soweit für diese Folge und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.